Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen bei einem neuen Tutorial und zwar aus meinem Urlaubsort Kroatien, deswegen heute ohne Intro und ohne Vorspann und ohne mein Gesicht heute zu sehen. Wir fangen direkt am Monitor an. Ja, ist ein bisschen einfacher für mich, damit ich jetzt hier nicht anfangen muss im Wohnmobil meine Kamera aufzubauen und so weiter. Deswegen jetzt direkt am Monitor geht's los. Ja, und wir beschäftigen uns heute mal mit einem Thema und zwar mit einem Problem sozusagen, was eigentlich gar kein Problem ist. Und zwar habt ihr das vielleicht schon mal mitbekommen, wenn ihr mit Tastenkombinationen arbeitet und von einem Werkzeug zum anderen wechseln wollt, dass das manchmal nicht funktioniert. Dass also grundsätzlich immer, das Werkzeug immer wieder zurückspringt. Und man denkt jetzt, was ist denn da jetzt los? Warum funktioniert das Ganze jetzt nicht? Und ich zeige euch jetzt mal, um was es geht, bevor ich jetzt lange versuche, euch das zu erklären. Ja, wir haben ja die Möglichkeit, die Werkzeuge mit Tastaturbefehlen aufzurufen. Wir sehen zum Beispiel, wenn ich jetzt hier mal auf meinem Pinsel bleibe, haben wir hier die Möglichkeit, mit dem B als Tastaturbefehl den Pinsel aufzurufen. Und wir könnten zum Beispiel dann hier auf das Radiergummi gehen. Und das könnten wir ja mit einem E erreichen. So, und gut, jetzt sind wir mal hier auf dem Pinsel. Ich habe jetzt hier einfach mal ein Dokument geöffnet und ich werde jetzt hier mal eine leere Ebene anlegen. Ja, und angenommen, wir malen jetzt hier einfach mal mit unserem Pinsel, den hatten wir uns jetzt hier halt schon mal ausgewählt, malen wir uns jetzt hier einfach mal, natürlich mit Schwarz und sehen wir es auf Weiß nicht, malen wir jetzt einfach mal jetzt hier so einen Punkt hin. Ich mache das jetzt heute mal alles ein bisschen lieblos, ich möchte euch einfach nur mal ein Problem jetzt zeigen, was ab und an mal aufkommt bei dem einen oder anderen und ihr euch vielleicht fragt, ja, woran liegt das denn jetzt? So, und jetzt wollen wir vielleicht doch was wegradieren. Also wollen wir jetzt meinetwegen auf das Radiergummi gehen. Das könnten wir natürlich jetzt mit jedem anderen Werkzeug auch machen. Jedes Werkzeug hat einen Tastaturbefehl. Ja, hier zum Beispiel Verlaufswerkzeug hat ein G und so weiter. Ja, so. Und ich möchte jetzt das Radiergummi erreichen. Das erreichen wir ja jetzt mit dem Tastenbefehl E. Wenn ich jetzt mal E drücke, und zwar ganz normal, wie ich das jetzt machen würde, ich drücke einmal kurz auf das E, dann bin ich hier auf meinem Radiergummi. So, und jetzt möchte ich wieder auf meinen Pinsel zurückwechseln. Dann drücke ich halt mein B für Brush und bin wieder auf dem Pinsel. So, aber vielleicht habt ihr das schon mal miterlebt. Ja, wenn ihr jetzt mal wieder euer Radiergummi auswählen wollt und ich drücke dann mal wieder auf das E und lasse wieder los und drücke wieder auf das E und lasse wieder los. Ich springe immer wieder auf meinen Pinsel zurück. Woran liegt das jetzt? Warum funktionieren unsere Tastenbefehle jetzt im Grunde genommen nicht mehr? Ja? Und das Ganze hat eigentlich nur eine ganz einfache Begründung. Und zwar haben wir die sogenannten fehlerunterstützten Werkzeuge. Das können wir in den Voreinstellungen einstellen. Ja? Und zwar hat das einen bestimmten Grund, warum das so ist. Nämlich, wenn wir jetzt mal mit dem Radiergummi zwischendurch mal arbeiten wollen, dann drücke ich jetzt das E und halte das E fest und springe jetzt auf mein Radiergummi. Jetzt kann ich hier radieren. Wenn ich damit fertig bin, lasse ich das E los und bin wieder auf meinem Pinsel. Das sind die sogenannten federunterstützten Werkzeuge. Heißt also, ich muss nicht immer ständig irgendeine Taste hin und her springen, also mal ein E drücken, dann das B drücken oder welches Werkzeug wir auch jede Zeit brauchen, sondern ich halte jetzt einfach das E gedrückt und bin jetzt auf dem Radiergummi, halt das E auch fest und male jetzt hier, beziehungsweise radiere jetzt hier. Und sobald ich die Taste loslasse, bin ich wieder auf meinem Werkzeug, was ich vorher hatte, bevor ich auf das E gedrückt habe. Ja, angenommen, ich bin jetzt auf einem anderen Werkzeug. Nehmen wir jetzt mal meinetwegen das Verschieben-Werkzeug. Und ich drücke jetzt wieder das E und lasse die Taste nicht los. Und lasse sie jetzt los, springe ich wieder auf mein Verschieben-Werkzeug. Ja, also immer das Werkzeug, was ich jetzt vorher angewählt habe. Und wenn ich jetzt eine Tastenkombination bzw. einen Tastenbefehl drücke, also das E, halt das E fest und lass wieder los, springe ich immer zwischen Werkzeugen hin und her. So, wenn ich jetzt aber die Taste nur ganz kurz drücke, also ich möchte jetzt das Werkzeug wechseln, ja, also ich möchte jetzt einen Tastenbefehl eingeben und ich drücke jetzt einmal ganz kurz auf mein E, dann bleibe ich jetzt auf dem Radiergummi stehen. Ich springe nicht mehr zurück. Jetzt möchte ich wieder auf meinen Pinsel zurück, also drücke ich wieder das B und springe wieder auf meinen Pinsel. Wenn ich jetzt aber mal etwas zu lange auf dem E gedrückt halte, und zwar wirklich nur ganz kurz, etwas länger als nur mal tippen, ja, ich
drücke da drauf, lass wieder los. Ich habe also jetzt wirklich nicht lange gehalten, aber es reicht schon aus, um jetzt sozusagen wieder auf mein anderes Werkzeug zurückzuspringen. Das ist also kein Fehler, den wir jetzt hier haben, sondern das ist einfach nur eine Einstellung, die wir in den Voreinstellungen einstellen müssen, dass wenn wir die Taste drücken, dass wir nicht sofort wieder auf das andere Werkzeug zurückspringen. Ja, also nochmal, ich drücke jetzt das E ganz schnell, dann bin ich auf meinem Radiergummi und ich springe nicht mehr zurück. Wenn ich jetzt aber das B wieder drücke und drücke etwas zu lange, dann springe ich immer wieder auf meine Radiergummi zurück. Also eigentlich kommt das Problem nur bei den Leuten auf, die jetzt eigentlich nicht mit der Funktion arbeiten wollen, dass sie jetzt die Taste festhalten wollen, um jetzt halt mal eben auf das andere Werkzeug zu wechseln und dann wieder loszulassen, sondern das betrifft jetzt eigentlich die Leute, dieses Problem, dass sie jetzt einfach nur das Werkzeug wechseln wollen. Von Radiergummi jetzt zum Pinsel und einfach zu lange drücken und sich dann immer wundern, dass das im Grunde genommen immer wieder zurückspringt. Wie gesagt, liegt einfach nur daran, dass ihr eure Einstellung falsch eingestellt habt. Und das zeige ich euch jetzt einfach mal, wie ihr das jetzt verhindern könnt. Und zwar geht ihr hier bei Apple auf Photoshop und dann auf Voreinstellungen, beziehungsweise beim PC wäre es unter Bearbeiten die Voreinstellungen. So, also Voreinstellungen und dann geht ihr hier auf Werkzeug. Und dann haben wir hier unter Werkzeuge hier diesen letzten Haken, den wir hier setzen können. Tastaturbefehle für federunterstützte Werkzeuge. Würden wir das jetzt einfach deaktivieren und ich sage okay. Und ich versuche jetzt nochmal dieses Problem hervorzurufen. Heißt, ich drücke jetzt den Pinsel, also B für Brush, ein bisschen länger, lass los. Dann springt er jetzt nicht mehr zurück, weil diese Federunterstützung ausgeschaltet ist. Ja, wenn ich jetzt wieder mein Radiergummi erreichen möchte und ich drücke etwas länger, lass los, es wird jetzt nicht mehr wieder einfach zurückspringen, denn diese Federunterstützung ist ja schlichtweg ausgeschaltet. Aber vielleicht wollt ihr diese Federunterstützung ja doch weiter nutzen, aber ihr habt einfach das Problem, dass ihr gar nicht so schnell wieder loslassen könnt, dass diese Werkzeuge nicht wieder hin und her springen. Das kann durchaus passieren, wenn ihr mit einer Bluetooth-Tastatur arbeitet. Dann kann Photoshop da eventuell schon mal ja, Probleme mitbekommen, dass man gar nicht so schnell loslassen kann, dass diese Federunterstützung ja sozusagen eingeschaltet wird, weil ihr ja sozusagen eine Funkübertragungsverzögerung habt, sagen wir das jetzt mal so. So, und da habt ihr jetzt die Möglichkeit zu sagen, ich möchte zwar diese Federunterstützung weiter angehakt haben, aber ich brauche eine andere Zeit, um ja, das zu verhindern, dass immer ständig mein Werkzeug hin und her springt. Und das könnt ihr dann wiederum auch einstellen unter den Voreinstellungen, wieder unter Werkzeug. Und ihr macht einfach dieses Häkchen wieder rein. Ja, und dann bekommt ihr nämlich hier unten drunter Timing-Empfindlichkeit, ein weiteres Feld dazu, in Millisekunden. Standardmäßig ist diese Zeit auf 200 Millisekunden eingestellt. Und das ist schon eine verdammt kurze Zeit. Und ihr könnt die erhöhen. Und zwar in dem Moment, wo wir die jetzt erhöhen, wir könnten auch hier bis zu 2 Sekunden, also 2000 Millisekunden einstellen. Das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich könnte jetzt mal sagen, ich stelle das mal auf so knapp 500 Millisekunden ein. So, das lasse ich jetzt mal so, bestätige das mit OK. Und wenn ich jetzt mal die Taste zu lange festhalte, dann springt die nicht einfach wieder um auf das vorherige Werkzeug. Ja? Ich gehe jetzt mal auf mein Pinselwerkzeug, drücke jetzt mal das E für das Radiergummi, etwas länger als vorher. Und jetzt bleibe ich auch da. Ja, ich müsste jetzt also eine halbe Sekunde die Taste festhalten, um diese Federunterstützung zu aktivieren. Also ich gehe jetzt auf das B und jetzt halte ich länger als eine halbe Sekunde fest. Und schon funktioniert diese Federunterstützung wieder. Ja, also die ist jetzt nicht einfach ausgeschaltet, nur ich habe eine etwas längere Zeit eingestellt. Also, wenn ihr mal in der Vergangenheit tatsächlich das Problem hattet, dass ihr euch gewundert habt, warum springt denn mein Werkzeug immer wieder zurück auf das vorherige Werkzeug, liegt das einfach daran, dass ihr unter den Voreinstellungen vielleicht einfach mal die Federunterstützung entweder ausschaltet, wenn ihr damit sowieso nicht arbeitet, oder ihr stellt euch eine etwas längere Zeit ein, damit ihr sozusagen mehr Zeit habt, eure Tastaturbefehle einzugeben sozusagen, bevor ihr die Taste wieder loslasst. Ja, der eine oder andere,
drückt die Tasten einfach etwas länger als eine 200 Millisekunde und ja, dann habt ihr immer wieder dieses Problem. Damit könnt ihr das beseitigen. So, liebe Zuschauer, damit wollte ich euch jetzt mal ein Problem vorstellen, was eigentlich gar kein Problem ist. Es ist einfach nur eine Wissenslücke, sage ich mal, ja, dass vielleicht der ein oder andere gar nicht weiß, dass es diese federunterstützten Werkzeuge gibt und dass man das in den Voreinstellungen halt einstellen kann. Wenn es hier mal so ein bisschen laut heute war im Hintergrund, ich bin halt, wie gesagt, in meinem Wohnmobil und ich hier der ein oder andere hämmert hier mal rum. Es ist windig draußen, genau, und von daher gesehen heute ein etwas schlechterer Ton und ohne mein Gesicht sehen zu müssen. Alles klar, ich wünsche euch dann eine schöne Woche. Ich werde es auf jeden Fall haben. Ich hoffe, ihr habt auch einmal einigermaßen gutes Wetter zu Hause. Alles klar, bis dahin. Wir sehen uns im nächsten Film. Ciao.